Wir investieren in die Zukunft Bayerns, um das Einkommen und den Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger zu sichern. Dafür geben wir über ein Drittel unseres gesamten Haushaltes, das sind ungefähr 16 Milliarden Euro, nur in den Bildungsbereich, für den Ausbau der Krippenplätze, für das letzte kostenfreie Kindergartenjahr und zusätzliche 10.000 Studienplätze. Entscheidend für die Zukunft Bayerns ist die Innovationsfähigkeit der Unternehmen und die Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb investieren wir in das Wirtschaftsland Bayern 2,2 Milliarden Euro, um die Innovationskraft der Unternehmen zu stärken und um die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschulen voranzutreiben. Dies tun wir alles mit einem ausgeglichenen Haushalt, das heißt ohne Neuverschuldung, und zeigen damit, wo der Weg hingehen kann, auch in den Turbulenzen in Europa. Stabilität und Haushaltskonsolidierung gehen bei uns in einer Hand. Und darüber hinaus tilgen wir noch über 2,06 Milliarden Euro mit dem klaren Ziel, 10% der Haushaltsschulden noch in dieser Legislaturperiode zu tilgen. Bayern ist stark, Bayern wird stark bleiben. Dafür steht die FDP in der bayerischen Staatsregierung und wir werden diesen Weg entschieden auch im nächsten Jahr vorangehen.